Ja, hallo, hier ist Mabel. Willkommen bei Rabenglanz. Heute möchte ich euch das Transient Light Tarot von Ari Wiesner vorstellen. Dazu gibt es noch ein paar Texte, ein paar Gedichte von Fausta Jolie. Und das war mal ein Kickstarter-Deck. Das ist jetzt bei Hay House rausgekommen für den Massenmarkt. Und ja, das Ganze kommt in einer stabilen Box, die so ein bisschen, ja, so Naturtöne und haben es auch eigentlich so recht aufwendig gemacht. Hier so eine Prägung rein, wie so ein Holzmaserung. So eine Struktur ist da reingeprägt worden. Drin ist dann noch mal so ein kleiner noch Text von dieser Poetin oder Künstlerin. Und er ist halt Illustrator und Grafiker. Das Ganze kommt mit einem kleinen Büchlein. Irgendwo stand auch, dass das Ganze umweltfreundlich plastikfrei hergestellt worden ist. Das stimmt nicht ganz, weil die Umverpackung des Decks war halt Plastik. Also es war halt noch mit so einer Schutzhülle, so ein Plastik noch verschweißt. Also wenn das noch weggegangen wäre, also wenn sie es in Papier eingeschlagen hätten oder so verschickt, dann wäre es plastikfrei gewesen. So ist das ein bisschen halb wahr. Ja, zu dem kleinen Büchlein ist zu sagen, ne, dass man hier so ein Vorwort, so eine Einführung hat, wie man halt so auf dieses Deck kommt. Und ja, dann ist halt das so eingeteilt, dass man halt so eine kleine Abbildung, eine schwarz-weiße Abbildung des Motivs der Karte hat. Dann mit Titel und dann halt ein paar Stichworte und Text. Und auf der anderen Seite, ich glaube, das ist aber jetzt nur für die großen Arkana, für die kleinen habe ich manchmal gesehen, noch oben so ein kleiner Sinnsatz noch dazu. Das ist halt von dieser Fausta Jolie, so immer zu der entsprechenden Karte. Gedicht oder ein Text, ein Wortspiel, was halt so Sinn macht. Und ja, dann kommt man zu den kleinen Arkana. Da wird dann halt auch generell zu den verschiedenen Bereichen der Farben, sozusagen der Karten, Zugehörigkeit, Feuer, ne? Und halt auch die Sternzeichen dazu und was es so stichwortartig gibt. Ja, und dann halt eine Seite für so eine halbe Seite Text mit einer Abbildung. Und dann gibt es hier noch ein paar Legemethoden, also die hören sich sehr interessant an. Das ist hier zum Beispiel so eine Legemethode für Neumond und Vollmond. Finde ich auch interessant. Dann haben sie hier noch, die sind in dem Deck noch so drei Karten. Kann man so ein Drei-Karten-Legemethode, Lege machen. Und dann von der Poetin, da gibt es dann noch auch ein Muster mit Anleitung. Und dann halt über die beiden Autoren und Künstler. Ja, das war das. Dann kommen wir zu den Karten. Das Ganze ist einfach nur. So, ich glaube, hier steht das. Ja, genau, hier steht das. Plastic free und recycelbar. Mit Liebe gemacht, das ist ja schon mal ganz gut. Aber wie gesagt, da war noch halt eine Plastikumverpackung. Ist ein ziemlich mächtiges Deck, ist starker Karton sozusagen. So sehen die Rückseiten aus, Stundenglas, ist auch reversibel.
Farbe ist so ein Seidenmatsch, auch schön. Und ja, gucken wir uns das mal einfach an. Die Kanten, die werde ich wahrscheinlich entweder in dem Dunkelblau, das ist ein ganz, ganz dunkles Blau, vielleicht sieht man das in der Kamera nicht, und dann, oder halt dieses, was so ein bisschen dieses Naturpapier darstellen soll, aber das ist gedruckt, die Farbe des Papiers ist halt so ein weiß-grau. Ja, dann haben wir hier den Narren. Das Ganze ist sehr grafisch und auch sehr farbreduziert. Es gibt eigentlich, es ist zwar ein Vierfarbdruck, nehme ich mal an, weil das Papier sicherlich nicht eine Farbe ist. Könnte aber sein, aber dann, ja, das wäre dann dreifarbig. Sonst ist es, ich nehme mal an, das ist aber vierfarbig. Dann, ja, hier ist der Narr, und der Narr ist mir dann auch später aufgefallen, ist die einzige Karte, der so eine bestimmte Typografie aufweist. So, dann. Ich finde die grafische Gestaltung sehr schön, aber beim ersten Durchsehen war ich mir dann noch nicht so sicher, ob es mir nicht zu schlicht ist, also von auch den reduzierten Farben. Und dann ist auch ein bisschen auch einige Karten umbenannt worden. Revealer, also die Enthüller oder Offenbarer. Die Hohepriesterin, dann die Ernährer oder Ernährerin. Hier haben wir den Verteidiger als Herrscher. Verkünder als Hierophant, dem Elefanten, die Liebenden, der Wagen. Also es ist nicht sofort, also diesen hier kann man wegen der Unendlichkeitsschleife und dem Löwen kann man noch vielleicht drauf kommen, dass das die Karte die Kraft ist, aber ohne die Titel ist man, also es ist oft gar nicht zu erkennen, was es sein soll. Hier zum Beispiel den Eremiten. Da wäre ich jetzt ja, vielleicht mit der Kerze, aber da muss man halt mal gucken, was das Buch darüber noch sagt. Kann man da was gucken? Mal sehen. Also es wird nicht drauf eingegangen. Achso, nee, ich bin auf der gerade der Schicksalsauf für den Eremiten. Nein, so wie ich das sehe, wird nicht auf hier die Motive eingegangen, also die Sachen, die da drauf abgebildet sind. Ja, muss man mal schauen. Gerade des Schicksals mit dem Faden und dem Würfeln. Und hier natürlich klassisches Roter, Tora und Taro. Justiz. Die Gerechtigkeit. Mit dem Sternbild Waage nehme ich mal an. Der Gehängte, auch sehr interessant. Der Tod. Mit Blume, dem Turm, der Sonne, Auf- oder Abuntergang. Dann mit dem Totenschädel. Sechseckiger Stern. Weiblich, männlich und den Kelchen, alles dabei bei der Mäßigkeit, der Teufel, auch hier Anlehnung, also Bezug auf die Karte der Liebenden mit dem Anhänger. Hier ist der Anhänger auf, hier ist er geschlossen und es droht zu zerschneiden. Dann der Turm, Stern, Mond, Sonne, das Gericht und die Welt. Dann hast du Stäbe, das sind meistens so Reisigbündel. Mit der Weltkugel, also es ist sehr angelehnt teilweise an den Rider-Waite-Smith-Tarot.
Dann 4. Achso, hier, das war 3, hier 4. Mit dem Haus und dem Licht finde ich auch sehr interessant. 5, 6, 7, auch klassisch 8. Und man könnte es fast so ein bisschen verwechseln, wenn da unten die Bezeichnung nicht stehen würde. Müsste man vielleicht nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann haben wir anstatt des Pagen, haben wir hier den Lehrling mit dem Fernglas, also hier so erkunden, finde ich auch schön. Die Krähe oder den Raben oder den Vogel für den Meister. Als Ritter und für die Königin, hier auch mit Sonnenblume dargestellt, den Wärter oder Wärterin. Dann, und die Krone ist dann halt König der Stäbe. Dann kommen wir jetzt mit dem Schmetterling auch angedeutet und natürlich offensichtlich mit dem Schwert, Ast der Schwerter, zwei Schwerter mit dem Mond und dem Wasser, drei Schwerter. Hier triefst schon aus dem Schmetterling raus. 4, 5. Also szenisch ist das manchmal nicht so zu erschließen. 6, 7, 9 und 10. Alle zerbrochen. Dann finde ich auch gut hier für den Lehrling als Pagen mit die Bücher, weil es ja auch um den Geist geht in dem Luftelement, Satz der Schwerter. Dann haben wir hier auch den Adler für den Meister, Element Luft mit dem Schlüssel und dem Schmetterling für die Königin oder den Wärter, Wärterin und hier Krone. Die Schwerter. Dann die Flaschenpost für die Kelche, Ast der Kelche. Dann hier wieder auch gut zu erkennen. 2, 3. Die sind etwas vertrocknet. Man hat da vergessen zu gießen. Sozusagen ein Kelch voll, die anderen leer. Dann ein Nest mit 3 verschütteten Eiern, zerbrochenen Eiern. 6. Ideen. Sieben. Das ist wie aus diese Schlangenkörbe. Fast ein bisschen wie ein Märchen. Dann haben wir hier den zerbrochenen und zusammengekitteten und ein Teil fehlt bei 8. 9. Das Buffet ist eröffnet. Und 10 mit Regenbogen. 10 Kelche und Geschenke. Dann haben wir hier Töpfer oder Töpferin. Für die Lehrling der Kelche. Dann ein Rucksack für den Meister. Das Herz mit dem Schlüssel für die Wächter oder Wächterin. Und hier der Totenkopf für die Krone mit der Krone als König. Dann hier wieder klassisch zu erkennen, Ast der Pentakel. Auch hier gut zu erkennen 2, mit dem Fenster 3, in einem Beutelchen sind 4, auch passend, die zerrissene Perlenkette bei 5, Pentakel, geben und nehmen, finde ich, kann man auch sehr gut erkennen, Wachstum bei 7, ne, die Geduld 8,
Dann 9 mit den Weintrauben. 10 das Haus, wieder mit dem Licht im Fenster. Hatten wir, glaube ich, bei 4 Stäbe schon. Und dann hier der Sprössling, Lehrling, der Pentakel, wieder der Vogel. Immer bei dem Meister. Und der Schlüssel immer als Erkennungssymbol für die Königin oder die Wächterin der Pentakel. Und hier haben wir dann zum Schluss den König oder die Krone des Pentakel. Und dann gibt es noch 3, mit denen man noch was legen kann. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ja, das war das zu diesem Deck und ich hoffe, es hat euch gefallen.